Marc Schneider, noch mal schnell kurz zurückschauen auf das Spiel gegen Lugano. So nach 3 Tagen Abstand jetzt, wie beurteilst du das Spiel? Wir sind froh, haben wir den Punkt aus dem Tessin zurückgeholt. Wir waren nicht zufrieden mit dem Spiel, wir waren nicht zufrieden mit dem, was wir gezeigt haben. Aber mit der Ausbeute, schlussendlich mit diesem Punkt, können wir irgendwo leben. Wie schwierig ist es als Team, jetzt in dieser Situation, in der wir sind, nicht ängstlich aufzutreten? Nein, also ich denke, die letzten 4 Spiele können uns ja zeigen, wir haben es drauf, wir können punkten, wir können keine Goal bekommen. Und darum denke ich nicht, dass die Mannschaft irgendwie ängstlich auftritt. Und denke, an diesem Punkt sind wir sicherlich nicht im Moment. Was muss jetzt konkret besser werden gegen IB? Mit IB noch ein ganz anderes Kaliber, das da in die Stockholm Arena kommt. Ja, es kommt sicherlich die beste Mannschaft von dieser Saison auf Thun. Wir wissen, ja, dass man sie schlagen kann, weil wir sie 2-mal geschafft in dieser Saison. Das geht uns sicherlich auch um. Und wir müssen uns mehr Torchancen erarbeiten. Wir müssen mehr Möglichkeiten gegen vorne kreieren können, dass wir schlussendlich erfolgreich sein können. In den letzten 4 Spielen hat man ja nicht so viele Goalchancen kreiert, ist aber extrem effizient gewesen. Ist das etwas, was einem vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen positiv stimmt? Wenn man so sieht, am Anfang der Saison ist es ja ein bisschen anders gewesen. Ja, absolut. Ja, die letzten 4 Spiele zeigen uns so, dass wir defensiv sehr gut verhaben können. Das ist schon ein Pluspunkt, den es braucht in dieser Phase, in der wir im Moment stecken. Dass wir defensiv gut stehen, dass wir wenig Goal bekommen. Ich denke, 4 Spiele, 1 Goal, mit diesem Schnitt könnte man leben. Aber wir wollen natürlich auch gegen vorne mehr Zählbares rausholen und mehr Möglichkeiten kreieren und die Leute auf unsere Seite bringen. Und für das müssen wir sicherlich auch gegen vorne shooten. Aber die Leute werden wahrscheinlich sehr schnell auf unsere Seite gebracht werden. Das Stadion ist fast voll, wenn nicht ganz ausverkauft, morgen Abend. Was hat das für einen Einfluss auf die Mannschaft? Ja, riesige. Das ist etwas, das die Mannschaft grausam pusht, wo jeder Einzelne noch einmal, ja, noch das extra, das bisschen extra noch rauskutzelt. Und die Leute haben es schon in den letzten Spielen, nach dem SIO-Spiel, extrem unterstützt daheim gegen Luzern. Denke ich auch, sind wir auch dank ihnen zu diesem Sieg gekommen. Und darum freut es uns natürlich extrem, kommen die Leute morgen ins Stadion. Und ja, hoffen natürlich, dass wir ihnen etwas zurückgeben können. We'll be right back.